Seid gegrüßt bei der vierten Folge von Resident Evil 1, dem No Saves Permadeath Run. Beim letzten Mal, die letzte Aufnahme ist schon eine ganze Zeit her, eine Woche oder so. Beim letzten Mal haben wir uns den Granatwerfer geholt und den Rüstungsschlüssel, glaube ich. Und wir haben die Hundepfeife benutzt. So. Ich habe mir die letzte Folge nochmal angeguckt, deswegen weiß ich noch halbwegs, worum es ging. Ich weiß, dass bei Joseph Frost, war das Frost? Ich glaube, das war Frost. Auf jeden Fall der Zombie, der den Granatwerfer bewacht hat, da waren noch zwei grüne Kräuter. Die gehe ich mir noch holen, ansonsten vergesse ich das. Weiter, ne? Hier muss es sein. Ich guck nochmal rauf. Genau, das ist hier ganz in der Nähe. Genau, da sind noch zwei grüne Kräuter, die muss ich mir schnappen. Und danach haben wir noch ein paar Rüstungstüren. Unter anderem den Raum mit den Rüstungen, wo dieses Rätsel drin ist. Das mich umbringen kann, wenn ich Scheiße baue. Was sehr unpraktisch wäre, denn dann ist dieser Durchlauf hier vorbei. Das würde ich ganz gern vermeiden. So, hier war Munition drauf. Hier vorne war Joseph. Blattpflanze. Okay. Okay, der Typ ist auch weg. Das heißt, er wird nicht zum Crimson Herd. So, und hier sind die Kräuter, die schnappen wir uns jetzt. Ich muss mich ein bisschen räuspern. Entschuldigung. Ach so, und wir hatten noch einen Raum mit einer Kerze drin, der stockfinster war. Deswegen habe ich das Feuerzeug auch. Das kann ich mich erinnern. So, außerdem haben wir das Serum geholt für unseren anderen Kumpel, dessen Namen ich vergessen habe, der von irgendeiner großen Kreatur gebissen wurde. Der wird nochmal wichtig, so viel weiß ich noch. So, das Spiel ist so schön. Unglaublich. So, jetzt habe ich den Raum auch gereinigt. Schön. Als nächstes muss ich dann einfach rechts reingehen. Da ist noch was drin. Okay, dann bin ich ja ganz in der Nähe. Dann muss ich einfach nur hier rüber gehen. Dann trinke ich kurz was, damit was dieses Räuspern aufhört. Damit ich dem Räuspern das Einhalt gebieten kann. Einhalt gebieten, das Einhalt. Das klingt falsch. Ich glaube, Einhalt gebieten, Einhalt. Ich mache es immer schlimmer. Ja, das tue ich. So, hier ist unser vergifteter Freund. Der müsste jetzt entgiftet sein. Ach ja, Richard. Er ruht friedlich. Am besten lassen Sie ihn einfach erstmal allein. Okay. So, und hier kam ein Zombie beim letzten Mal. Den haben wir, glaube ich, kalt gemacht und verbrannt. Oder habe ich den? Ich den geköpft. Wie schießt man überhaupt so? Alles klar. Okay, der ist auf jeden Fall tot, sonst hätte das Auto-Aim ihn anvisiert. Und hier war auch ein Zombie, den haben wir auch kalt gemacht. Glaube ich. Hoffe ich mal. So, hier ist die Kerze. Die müssen wir jetzt anzünden. Geh ich mal hier hin. Ein Kerzenhalter ohne Flamme. Ein Kerzenhalter mit Flamme. Hier ist der Zombie. Scheiße. Ich habe kein Kerosin dabei. Aber dürfte auch egal sein, weil ich hier nie wieder rein muss, schätze ich mal. Alter Schwede! Okay. Ja, die konnte man nicht sehen. Ich, einfach auf Verdacht. Egal, ist ein voller Bein gewesen. Auf Verdacht habe ich mir X gedrückt. Das mache ich dann wohl öfter. Oder konnte man das sehen? Also ich konnte es nicht sehen. Kann man hier ran? Nee.
Geil. Schrotmunition, das ist richtig gut. Was haben wir hier? Nichts. Notenblatt mitnehmen. Ist da noch mehr? Nee, zum Glück habe ich keine Heilung mitgenommen. Sonst hätte ich jetzt keinen Platz mehr gehabt. Oder das Kerosin, dann hätte ich auch keinen Platz mehr gehabt. Ich hätte die grünen Kräuter mischen können, aber ich hasse sowas. Grüne Kräuter mischen ist für mich so eine, ein absolutes Unding. Normalerweise, ich mische die eigentlich nur, wenn ich ein rotes habe. Und am liebsten, wenn ich ein rotes und ein blaues habe. Das blaue ist gegen Vergiftung und das rote verstärkt oder verdreifacht den Effekt von grünen Kräutern. Das heißt, ein rot-grüner Mix heilt einen komplett. Wenn man drei grüne Kräuter mischen müsste, um eine Komplettheilung zustande zu bringen. Und ich weiß ich nicht, ich finde es absolut schrecklich, wenn man zwei grüne Kräuter mischt miteinander. Schildsymbol, die Tür. Kann ich noch nicht öffnen. Ist vielleicht auch ganz gut, ich bin nicht wirklich vorbereitet. Ich habe nämlich keinen Platz. Okay, das hätten wir dann auch. Prima. Hier ist nichts mehr drin, ne? Ne, da ist nichts drin. So, er lebt noch. Ja, ihn hätten wir verrecken lassen können. Dann würden wir, glaube ich, von ihm eine Schrotflinte kriegen. Wir wollen ihn aber noch. Wir wollen ihn noch ein bisschen hier behalten, denn er kann noch nützlich werden. So, und hier vorne links ist der Rüstungsraum. Über dem Pfeil rechts, den ihr da seht, über dem roten Pfeil. Das ist natürlich klasse. So, da ist eine Itembox, da gehe ich mal hin. Das ist richtig, ne? Ja, das ist korrekt. So, hier reinzugehen wäre Schwachsinn, weil ich keinen Platz habe. Ich kann aber mal ein paar Sachen angucken hier, prüfen. Gewehrmunition. Kaliber 12. Oder was bedeutet Gorge? Ja, Kaliber 12, genau. Gewehrmunition für Streufeuer. Ah ja, da sieht man die Munition drin. Die Patronenhülsen sind extrem riesig hier, oder? Die Box ist unglaublich klein. Aber meine Güte, ist ja okay. Kann man machen. So, Pistolenmagazin, das sollte 9 mm Munition sein. Ja, Parabellum. Parabellum ist, glaube ich, Hardkern-Munition, ne? PB. Ich habe lange kein Parasite Eve mehr gespielt. Da wurde das erklärt. So, und dann haben wir den Schlüssel und das Notenblatt haben wir auch. Notenblatt, da fehlt offensichtlich was. Der Anfang und das Ende der Musik fehlen. Okay, wir haben den Mittelteil. Das heißt, wir brauchen noch zwei weitere Notenblätter. Wenn ich das hier richtig verstehe. So, hier gehen wir jetzt runter. Ja, die roten Räume, die ihr auf der Karte seht, das sind alles Räume, die noch Gegenstände für mich beherbergen. Unter anderem ist da noch was in diesem Raum mit den drei Türen. Da müssen wir auch gleich nochmal reingehen. Ich werde also ein bisschen was abstellen. Munition kann weg, die Kräuter können weg. Notenblatt kann weg. Dann habe ich schon wieder ein bisschen Platz. Schlüssel nehme ich mal mit und die Muni von der Pistole. Ich meine, guckt euch an, wie viele Kräuter ich habe. Das ist total behindert. Und ich spiele nicht auf leicht, insofern. Das lief bislang ganz gut. Obwohl ich einmal fast verreckt wäre. Wegen des verschissenen. Wegen des verschissenen Crimson Heads, Drecksvieh. So, ich habe, glaube ich, auch ein bisschen Schrotmunition, genau. So, ich werde jetzt hier in das Schrotgewehr auch keine Munition mehr laden, weil wir in Bälde ein neues Gewehr kriegen, das stärker ist. Ich werde das Gewehr dann hier nochmal mitnehmen und werde damit härtere Gegner kalt machen. Und dann benutze ich ausschließlich das neue Gewehr, das ich dann bekomme. So,
Leg das hier mal rein. Jetzt haben wir zwei Schlüssel. Den Schwertschlüssel packe ich mal hier rein. Feuerzeug packe ich auch mal weg. Jetzt haben wir genug Slots eigentlich. Genug Slots. Kerosin ist hier gar nicht mehr drin, ne? Nee. Okay. Ja, dieser eine Zombie dort ist ja noch vorhanden. Der wird zum Crimson Head werden. Der ist aber in einem Raum, den wir nie wieder betreten. Ich frage mich jetzt natürlich, ob der aus dem Raum da rauskommen kann. Denn Zombies können theoretisch Räume, können theoretisch auch durch Türen gehen jetzt. Ich frage mich nur, ob das jeder kann oder nur spezifische. So, hier ist der Raum, hier sind noch Kräuter drin, wenn ich mich recht entsinne. Meinem Räuspern Einhalt gebieten, das ist richtig. Jetzt habe ich lang genug drüber nachgedacht. Ja, hier sind noch Kräuter, sogar ein rotes. Ich freue mich über rote Kräuter tatsächlich mehr als über die grünen. Was sonderbar ist. Ich habe mir einen Durchlauf angeguckt von den Rocket Beans von Gregor, Fabian und Simon Kretschmer. Zu Resident Evil Code Veronica X. Und die haben wirklich die Kräuter einzeln gefressen, die grünen Kräuter. Ich habe mir sämtliche Haare gerauft, die ich noch habe. So. So muss das nämlich aussehen. Und am besten noch ein blaues rein. So. Alles klar, was machen wir jetzt? Wobei, wenn man noch ein blaues reinmischt, dann wird es, glaube ich, so eine große braune, so ein brauner Haufen. Wäre mir, glaube ich, lieber gewesen, wenn man so drei kleine Häufchen gehabt hätte mit Pulver. Einen grünen, blauen und einen roten, aber man kann nicht alles haben, denke ich mal. So, hier ist noch eine große Tür. Das müsste ein Schildschlüssel sein oder ein Helmschlüssel. Beide habe ich noch nicht. Ich gehe nochmal rein, um es zu verifizieren. Wäre sehr ärgerlich, wenn das einen Rüstungsschlüssel benötigen würde, den ich habe. Und dann suche ich ewig. Helmsymbol, okay. Dann wissen wir das jetzt auch. Da gehen wir dann später mal hin. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in den Rüstungsraum und machen dieses Rüstungspuzzle. Hoffentlich steht da irgendwo, wie man das macht. So ein Trial-and-Error-Scheiß, der mich umbringt, würde mir jetzt nicht so gut weiterhelfen, tatsächlich. Wir haben fast die komplette rechte Seite hier aufgedeckt. Das ist ganz cool. Wir haben auch irgendwo noch einen Schwertschlüssel, also ein Schwertschloss. Denn den Schlüssel konnten wir noch nicht abgeben. So. Hier ist diese besagte Tür des Grauens. Im Original auf der PS1 war die Tür, glaube ich, blau. Das war die einzige blaue Tür. Ich habe so ein bisschen Panik gerade, ne? So, ganz rechts ist ein Schwert. Ganz links ist ein Schild. Oben links ist eine. Ich kann es nicht sehen. Ist das eine Hellebarde oder ist das die Axt? So, hier haben wir unten links eine Axt. Unten rechts ein Schild, oben links ein Schwert und oben rechts eine Hellebarde. In dieser Einbuchtung liegt etwas, aber das Gitter ist im Weg und sie können es nicht erreichen. Hä? Nein! Fang nicht an, irgendwas zu schieben hier. Wehe dem, der meinen Schlaf stört. Da ist ein Schalter. Nein! Habt ihr den Arsch offen oder was? Na toll, was mache ich denn jetzt? Okay, dann muss es das Bilderrätsel oben sein. Wehe dem, der meinen Schlaf stört. Ich sehe da auch keine Zahlen oben oder sowas. Kann ich die anlabern hier? Geht auch nicht. Ah ne, hier ist es, hier vorne. Der schlafende Musketier. Der schlafende Musketier. Die schlafen alle, nehme ich mal an. Ja.
Schlafende Musketier. Ich kann hier nicht durchprobieren, sonst gehe ich drauf, glaube ich. Nein. Wie mache ich das denn jetzt? Auf gut Glück oder wie? So, was haben wir denn da? Ich muss es nochmal ansehen. Okay. Links ist ein Schild, rechts oben ist die Axt, glaube ich. Rechts oben, links oben ist die Axt, rechts oben das Schwert und rechts unten die Hellebarde. Ich habe keine Ahnung. Wie war das denn im Original? Im Original war irgendwie. Sieht man hier irgendwas? Ach, drauf geschissen, ich probiere es einfach. So, möglicherweise endet jetzt die Folge. Und jetzt? Was, wenn ich rausgehe? Kann ich das machen? Ja, kann ich. Wie war das denn im Original? Im Original war, glaube ich, das Schwert zuletzt. Die wackeln so ein bisschen auch. Der wackelt da, der hat eben gewackelt. Den mache ich nochmal. Ene, mene, mu und raus bist du. Raus bist du noch lange nicht. Sag mir erst, wie geil du bist. Okay. Schlafende Musketier. Okay, nehmen wir mal dich. Ah! Okay. Ich glaube, im Original war schwer zuletzt. So viel habe ich noch im Sinn. Dich fasse ich nicht an. Du Schuft. Nicht mal ihn. Oh Gott, das ist falsch. Nicht voraus! Hä? Ich weiß nicht, ob das gut ist jetzt. Ja, mal drücken. Fantastisch! Okay. Gibt es mehrere Möglichkeiten oder hatte ich Glück? Zeig her. Rätselhafter Kasten. Kommt hier noch Gift? Nee? Okay. Ja, dann. Vielleicht gibt es mehrere Möglichkeiten. Oder ist es vielleicht auch egal? Wird man hier nicht mehr vergiftet? Im Original war es so, da kam so Giftgas raus und man musste sich, glaube ich, beeilen oder so auch. Weil man sonst einfach draufgegangen ist. Und die Tür wurde auch versperrt, wenn ich mich korrekt erinnere. So, das ist auch alles in dem Raum gewesen tatsächlich. Jetzt haben wir so eine Kiste gekriegt. Die gab es nicht im Original. Ich glaube, in der PS1-Version hat man da entweder einen Schlüssel bekommen oder man hat dort so ein Emblem gekriegt oder so ein Scheiß. Eine Münze. Schmuckkasten. Okay. Was soll ich da denn reinpacken? Schachtel bestätigen. Hä? Es leuchtet oben. Ja. Sonnenlicht weckt mich. Sonnenlicht weckt mich. Da oben leuchtet es auf jeden Fall. So eine Herzhälfte ist da drauf. Okay. Schmuckkasten. Jetzt? So, die Türen rechts sind beide zu. Die Türen links, was haben wir da noch?
Will ich da einfach mal hingehen? Ich habe jetzt drei Slots frei. Ich gehe einfach mal rüber und gucke, ob ich die Türen öffnen kann mit dem Rüstungsschlüssel. Ich kann nicht glauben, dass es funktioniert hat, dieser Scheiß. Aber was ich mir vorstellen kann, ist, dass es einfach mehrere Möglichkeiten vielleicht gibt. Beim Original war es schon ein bisschen rattig, dass man da direkt krepiert. Oder ist man da direkt gestorben? Ich weiß es gar nicht mehr. Konnte man irgendwas noch machen? Sein Unheil vielleicht abwenden von einem? Ich kann mich nicht erinnern. So, dann gehen wir mal hier lang. So, links war der Weg mit den beiden Hunden. Da war auch noch so ein Kräuterkasten. Da können wir uns nochmal heilen. Falls wir getroffen werden nochmal. Was gut sein kann, denn wir haben keine Schrotflinte dabei. Pistole ist so semi-nützlich gegen Crimson Herds. Falls hier noch einer rumrennt irgendwo. Was ist das? Von der anderen Seite verschlossen, okay. Dann würde ich sagen, nehmen wir uns mal die andere Tür vor. Ja, das ist eine Abkürzung einfach. Vielleicht müssen wir auch unten irgendwo hin im Erdgeschoss irgendeine Tür nutzen. Das kann sein. So, wir haben noch einige Zeit übrig. Was haben wir hier? Ja, die Tür ist zu auf jeden Fall. Die habe ich schon, die müsste ich überprüft haben. Das Ding hier. Ja, Helmsymbol. Die brauchen wir jetzt schon zwei oder dreimal, den Helmschlüssel. So, hier haben wir die Zombies verbrannt. Das weiß ich auch noch. So, dann bringen wir mal das Kästchen weg. Wenn wir schon mal hier stehen. Und dann würde ich sagen, holen wir uns ein bisschen Kerosin, denn der Tank ist ganz in der Nähe. Die Sonne öffnet mich oder erweckt mich, wäre das, ne? So, das packen wir dann mal hier rein. So, Kerosin haben wir jetzt. Feuerzeug nehme ich zur Not einfach auch mal mit. Da ist es. Jetzt haben wir wenig Slots frei, aber drauf geschissen. Wir sind da ganz in der Nähe hier. Warte mal, wenn ich jetzt rausgehe, dann haben wir da oben eine rote Tür noch. Die ging das letzte Mal nicht auf, weiß ich noch. Aber ich weiß nicht, ob ich das in Folge 3 oder in Folge 2 gemacht habe. In Folge 2 hatte ich den Rüstungsschlüssel noch nicht. Und irgendwie glaube ich, dass hier was durch die Fenster bricht. Nee, doch nicht. Vielleicht ist es bei Chris. Ich glaube, bei Chris gibt es hier Hunde oder so eine Scheiße. So, hier ist ein Tank. Irgendwo. Da ist der Tank. So, das nehmen wir mit. Geil. Und der Raum ist auch sauber. Hier ist nichts mehr drin. Irgendwie war Rebecca, glaube ich, in der PS1-Version hier in dem Raum. Die hat sich da irgendwie ausgeruht oder so oder versteckt. Ah, okay. Schon. War ich in der zweiten Folge hier. So, das öffnet jetzt einige Türen. Die sind doch fast alle offen dort und ich kann dann den Verbindungsweg öffnen. Glaube ich. Ja, der führt zur Schreibmaschine, zum großen Esszimmer, da ist auch noch ein Gegenstand. Ich glaube mal, das ist entweder das Emblem oder der Edelstein oder beides. Okay. Geht so ein bisschen der Kackstift gerade? Da ist ein Zombie links. Man sieht den Schatten. Okay. Dann gehe ich hier hin. Da ist eine Sense. Was ist das?
Oh, ein Messer, sehr schön. Cool. Was war das denn hier? Ah, der Tigerkopf. Okay, dann holen wir uns den blauen Edelstein auf jeden Fall. Hier ist eine Inschrift. Ein Tiger im Glanz des blauen und gelben. Okay, im Original war es blau und rot. Ich weiß auch noch, eins war eine Mo-Disc. Damit konnte man das gute Ende freischalten und irgendwie jemanden retten. Und das andere war, glaube ich, entweder eine Magnum oder Magnum Munition. Oder Shotgun Muni. Ich weiß nicht mehr. Irgendwas war es. So, da hinten ist ein Zombie an der Scheibe. Die ist auch offen. Was haben wir denn hier? Okay. Jetzt die Frage, komme ich hier nochmal rein? Lohnt es sich, den anzuzünden? Ich habe mir Kerosin geholt, ich mache das aber mal. So, fertig. Tür ist blockiert. Lässt sie nicht öffnen. Egal, ist voller Fusel. Hier ist Moni, cool. Und im Bett oder wie? Krimskrams. Was war das denn? Der Schrank hat sich gerade bewegt. Ah, ich weiß, was das ist. Okay, ich weiß noch, was das ist. Dafür will ich eigentlich die Schotti haben. Ansonsten werden wir gleich gebissen. Ich komme mal gleich wieder. Man kriegt nämlich gleich ein Dokument zu lesen. Das gab es auch im Original. Und dann kriegt man eine kleine Überraschung. Und dafür hätte ich ganz gerne irgendwas mit Mannstoppwirkung. Deswegen gehen wir da später nochmal rein. Und dann gehen wir erstmal hier lang. Da ist der Zombie. Da ist noch ein Zombie. Ich kann auch nicht drauf schießen. Hier ist nichts. Hier ist eine Tür. Da können wir rein, okay. Die Zombies müsste ich mit der Pistole wegkriegen, aber der andere Typ, der ist halt so dicht an einem dran, den muss ich umreißen mit dem. Ah, okay, alles klar. Ja, das kann ich auch noch. So. Da ist das Mistvieh. Dafür haben wir dieses komische Pflanzengift, haben wir uns geholt. Das heißt, wir gehen jetzt zurück. Und dann kümmern wir uns um den. Das heißt, wir müssen sowieso zurückgehen. Dann hole ich mir auch gleich die Schrotflinte. Das Pflanzengift. Und Pistole packe ich vielleicht weg, ich weiß nicht. Es sei denn, die Zombies kommen jetzt hier raus. Komm nicht raus. Nee. Komisch. Ha, ich hätte gedacht, die kommen da vielleicht raus. Könnten wir noch Kerosin holen? Das machen wir einfach mal. Und ich versuche dann. Ja, schwierig. Ich will ihn ja eigentlich von mir wegkriegen, den Kerl. Gerade überlegt, den Zombie, den wir gleich mit der Schrotflinte abknallen wollen. Ich müsste ihm eigentlich den Kopf wegschießen, damit ich kein Kerosin für ihn brauche. Das Problem ist, der rennt, glaube ich, ziemlich schnell auf einen zu. Und ich will halt nicht gebissen werden. Mal gucken. Gut, wir haben noch ein bisschen Zeit. Dann machen wir das noch. So, die Muni packe ich mal weg. Die lege ich hier hin, die Schrotflinte nehme ich mit. Dann brauche ich das Gift, die Chemikalie. Die Pistole, was machen wir hier mit? Wollen die mitnehmen oder nicht? Ich pack die einfach auch mal weg. Ich leg sie mal hier hin. Jetzt haben wir drei Slots frei.
So, kommt da noch eine Tür, die wir aufschließen müssen? Wenn ich dort bin, dann gibt es noch eine Tür, die ich öffnen kann. Die öffne ich, glaube ich, von der anderen Seite. Das heißt, ich brauche den Schlüssel eigentlich nicht. Ich packe den einfach mal weg. Dann haben wir nämlich einen Slot mehr. So, den legen wir da hin. Jetzt haben wir vier Slots. Da sind auf jeden Fall Kräuter in dem einen Raum drin. Was machen wir hiermit? Wollen wir das mitnehmen? Ach, ich gehe einfach nochmal hin. Ich packe mal das Kerosin weg. Hier muss die Schrotflinte mit. Das müsste reichen. Ist total dumm, wenn ich jetzt ein bisschen Scheiße baue, habe ich weder Heilung noch eine Waffe mit genug Munition. Und ich sollte vielleicht die Shotgun ausrüsten. Das könnte, glaube ich, sinnvoll sein. So. Okay. Ich renne echt halb nackt rum, ne? Unfassbar. Naja, so schwer kann das ja nicht sein. Sehr bloß ein paar Zombies, ne? Die paar Zombies. Da lache ich doch. Haha. So, das war die Tür, glaube ich. So, hier ist der Raum. Da kommt er raus. Ah, Scheiße! Ich habe zu lange gebraucht. Das war dumm. Kopfschuss. Jetzt habe ich einen Dolch verschwendet. Ich habe kein Leben verloren, wenn man diese Selbstverteidigungswaffen nutzt. Verliert man keine Energie, aber jetzt habe ich natürlich so einen Dolch verschwendet, was super doof ist, aber egal. Ich habe ihn zumindest geköpft. That's pretty good. Tagebuch des Wächters. 9. Mai 1998. Pokerabend mit Scott und Alias. Alias. Von der Sicherheit und Steve von der Forschung. Steve räumte ab, aber ich bin sicher, dass er gemogelt hat. Mistkerl. 10. Mai 1998. Einer der Bosse hat mich mit der Pflege eines neuen Wesens beauftragt. Sieht aus wie ein Gorilla ohne Pelz. Gefüttert werden sollte es mit lebenden Tieren. Als ich ein Schwein hineinwarf, spielte das Wesen damit, riss ihm die Beine ab und die Gedärme aus, ehe es zu fressen begann. 11. Mai 1998. Scott weckte mich um 5 Uhr morgens. Ich kriegte einen gewaltigen Schreck. Er trug einen Schutzanzug. Er gab mir auch einen und befahl mir, ihn anzuziehen. Sagte, im Kellerlabor hätte es einen Unfall gegeben. Ich habe immer damit gerechnet, dass so etwas passiert. Diese Schweine in der Forschung schlafen nie und machen nie Urlaub. 12. Mai 1998. Seit gestern laufe ich in diesem verfluchten Schutzanzug rum. Ich bin verschwitzt und alles juckt. Die blöden Hunde starren mich an. Also bekommen sie heute kein Futter. Geschieht ihnen recht. 13. Mai 1998. Ging zur Krankenabteilung. Mein ganzer Rücken ist geschwollen und juckt. Die haben ihn verbunden und mir gesagt, dass ich den Schutzanzug nicht mehr brauche. Ich will einfach nur schlafen. 14. Mai 1998. Noch eine große Blase an meinem Fuß. Ich musste den Fuß auf dem Weg zum Hundezwinger hinter mir herschleifen. Die Hunde waren den ganzen Tag still. Komisch. Dann merkte ich, dass einige entkommen waren. Vielleicht ist das ihre Rache, weil ich sie seit 3 Tagen nicht gefüttert habe. Wenn jemand das herausfindet, rollt mein Kopf. Dann rollt sein Kopf. Ich gehe gleich nochmal drauf ein. 16. Mai 1998. Es geht das Gerücht um, dass gestern Abend ein Forscher auf der Flucht vom Anwesen erschossen wurde. Mein ganzer Körper ist heiß und juckt und ich schwitze ständig. Als ich die Schwellung an meinem Arm kratzte, fiel ein Stück verrottetes Fleisch ab. Was zum Henker ist hier los? 19. Mai 1998. Fieber weg. Alles juckt. Hunger. Esse Hundefutter. 21. Mai 1998. Juckt, juckt. Scott kam. Hässlich. Hab ihn gefressen. Lecker. 4. Juckt, lecker. So, das hier war der Wärter eben. Und sein Kopf rollte tatsächlich. So, sehr schön. Dann haben wir das ja auch geklärt. Der Raum ist auch sauber jetzt. Ärgert mich ein bisschen.
dass ich den Dolch verschwendet habe. Ist aber nicht ganz so schlimm, denn zumindest haben wir kein Leben verloren und wir haben ihn direkt getötet mit einem Schuss und geköpft. Scott, Mr. Scott Kennedy. So, kommen Sie jetzt? Nee. Wahrscheinlich, wenn ich das Monstrum hier ein bisschen würze mit Gift, dann kommen sie wahrscheinlich rausgerannt. So, mein frohlockendes Freundchen. Bis gleich. Wir sehen uns. Und zwar in der Hölle. Rot? So, das hat sehr gut funktioniert, würde ich sagen. Ach, Gift. Wunderschön. Das Wasser wird bereits gepumpt. Pumpen einstellen, ja. Ist es tot? Offensichtlich. So, dann werde ich ein paar Kräuter mitnehmen. Hier, vielen Dank. Noch ein Kraut. So, schön. Alter, guckt euch die Kräuter an. Ich scheiß mir ein. Ich habe hier bestimmt schon 15 Kräuter dann mit der Kiste zusammen. Was war denn im Original hier drin? Da hinten ist jetzt eine Maske. Eine von diesen vier Masken. Im Original war hier, glaube ich, die. Boah, keine Ahnung, was war denn hier? War hier ein Schlüssel? Todesmaske mitnehmen. Das ist die Maske ohne Augen. Ich habe keine Ahnung, was hier war im Original. Ich glaube, ein Schlüssel oder ein Emblem oder so ein Scheiß. So, jetzt haben wir richtig viele Sachen hier. Fallen, fallen. Todesmaske. Keine besonderen Merkmale. Okay. So, der Raum ist auch gesäubert hier. Pump ist aus, das heißt, wir verschwenden hier keinen Strom. Ich habe so eine Ahnung, dass jetzt Samoiden hier kommen. Weil sonst wäre es schwachsinnig. Ich komme ja nie wieder hierher. Ja, genau. Hab ich fast gedacht. Scheiße, Verschwendung. Der lebt auch, glaube ich, noch, ne? Ich muss ihn dicht reinkommen lassen. Scheiße! Ah, das ist so eine Sau! Ja, ist ein Wahrscheinlichkeitsding, ob die Köpfe gesprengt werden. Ich glaube, mit dem Gewehr hier sind 70% oder so, dass der Kopf wegfliegt. Manchmal funktioniert es halt nicht. Das ist das Problem. Ich habe jetzt zwei Schuss gebraucht, beide sind tot. Hab schon wieder ein Dolch verschwendet, aber zumindest. Ah, ist ärgerlich. Ja, egal. Ja, volles Leben. Okay, hier kommt nichts. Ich denke die ganze Zeit, da kommt irgendwas rausgeeilt, ne? So, wir haben noch drei Schuss in dem Ding hier drin. Dann dürfen wir sie auch nicht mehr nachladen. Also wir können schon, aber ich will es nicht. Ein bisschen Verschwendung ist. Und wie einen absoluten Rattenarsch von grünen Kräutern hier. Meine Güte, guck dir das an. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Stück haben wir. Geil. Wir haben so viel Scheißdreck hier, unfassbar. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So, dann würde ich sagen, packen wir das hier mal rein. Die müssen wir nämlich anzünden gleich. Sonst habe ich Ärger mit Crimson Heads. Ich lasse hier mal vier Felder, also zwei weitere, weil es kommen ja noch Masken. Das lege ich mal hier drüber ab. Das lege ich mal nicht ab. Das brauche ich noch. So, Hundepfeife hätte ich wegpacken können, aber ich will sie trotzdem behalten. Ich mag gerne Gegenstände hier in meinem Inventar. Finde ich irgendwie cool. So, und dann nehmen wir mal das raus und wir nehmen uns die Pistole mit.
Ja, packe ich mal hier hin. Das machen wir so. Das machen wir so. So, Granaten haben wir auch. Normale, dann haben wir Säure- und Brandgranaten. Dann gehen wir mal ein bisschen weiter jetzt. Ne? Zünden wir die Zombies an, die wir nicht geköpft haben. Dann kippen wir ein bisschen Kerosin nach. Und dann gehen wir weiter. Wir haben noch die Verbindungstür. Wobei es jetzt sinnvoll sein könnte, den Rüstungsschlüssel mitzunehmen. Wenn wir jetzt reingehen in die... Ja. Komm, wir nehmen den Rüstungsschlüssel mal mit. Ich glaube, den können wir jetzt wieder brauchen. Ärgerlich mit den Dolchen, die beiden. Dolche, die wir verschwendeten. Aber naja, drauf geschissen. Wir haben kein Leben verloren. Das ist okay. So, Rüstungsschlüssel, dann wollen wir mal. Ich glaube, Farbbänder haben wir jetzt, keine Ahnung, 16 oder so. Ich sammle die Dinger ja die ganze Zeit auf. Aber ein großer Nutzen ist es natürlich nicht für uns. Oh ja, warte mal. Ich sollte vielleicht eine Waffe in die Hand nehmen. Dann stehe ich da wie ein Vollidiot. So, die stecken wir beide an. Was ja cool wäre, wäre, wenn man Leichen nebeneinander töten würde und man bräuchte dann nur eine Kerosinladung, um die anzuzünden. Aber so funktioniert das Spiel hier leider nicht. Das haben wir nämlich schon gesehen in der zweiten Folge, glaube ich. So, hier Crimson Heads will ich nicht mehr an der Backe haben, deswegen mache ich die mal weg. Und hier müssen wir auch nochmal hin, deswegen lohnt sich das erst recht. So, dann holen wir uns kurz Kerosin und dann gehen wir mal weiter in den anderen Gang. Da müsste sogar noch Farbband liegen, neben der Schreibmaschine. Das können wir uns holen, damit der Raum nicht mehr rot blinkt. Wobei, wir brauchen auch den Edelstein und das Emblem und dafür brauchen wir ein Wechselemblem, das wir nicht haben. So, jetzt ist hier auch gleich kein Kerosin mehr drin, denke ich. Ja, reicht das noch für zwei Ladungen? Ist leer, ne? Ja. Nee, scheiße, da muss noch eine Ladung. Ich weiß auch nicht, wo noch Kerosin ist. Ich glaube, draußen, wo die Dreckshunde waren, Hunde und Kräuter waren da, da war noch so ein Kanister. Aber ich weiß nicht, ob es lohnt, da hinzugehen, weil die Hunde abzuknallen mit Schrotmunition nur für eine oder zwei Ladungen Kerosin. Ja, ich weiß nicht. Wahrscheinlich Verschwendung. So, okay. Hier ist alles gesäubert jetzt. Der kleine Raum, da brauchen wir noch die Edelsteine. Das machen wir dann bald. So, die Tür ist offen. Wir kommen ganz gut durch eigentlich. Ich habe eigentlich bloß zwei Dolche verschwendet bislang. Da ist ein Zombie. Er lebt noch. Der lebt nicht mehr. Nee, Auto-Aim reagiert nicht. Das heißt, er ist weg. So, dann können wir die Kerosinladung gleich mal in ihn reindrücken. Und dann haben wir auch keins mehr. Dann ist das aus. Oh, brenn, Baby, brenn! So, dann gucken wir mal links, ob wir die Tür öffnen können. Wir haben noch wie viel Money? 50, 60, 70. Okay. Ja. Cool. Ich brauche den Schlüssel nicht mehr. Nein, ich behalte den Schlüssel. Ich behalte Sachen ganz gerne. Weil wir ja genug Slots auch haben. Das ist nicht so schlimm. Wir rennen sowieso gleich wieder zurück. Feuerzeug brauchen wir nämlich nicht mehr und das Kerosin auch nicht. Sieht aus, das ist das Schloss Neuschwanstein hier. Okay. Gegner ist hier nicht drin. Ich sehe da Farbband glänzen. Hölzerne Theke aus Eiche, sie riecht angenehm wie ein guter Wein. Ja, Farbband, okay. Gibt nützlichere Dinge.
nichts mehr. Okay, hier ist was. Was ist das denn? Hier ist nichts. Ja. Okay, kann ich schieben. Notenblatt mitnehmen. Okay, ist das jetzt die Front oder ist das die Rückseite? Mondscheinsonate. Ah, Front und Rückseite, ne? Ja, Mittelteil fehlt. Ja, cool, dann haben wir das doch fertig hier. Schön. Dann haben wir das. Sehr gut. Kann ich das noch zurückschieben, sodass ich vielleicht noch was finde? Oder geht das hier nicht? Nee, ist nichts zu sehen, ne? Nee, nichts zu sehen. Alles klar. Ist hier überhaupt noch was drin? Ja. Da ist tatsächlich noch was drin. Gut, dann machen wir das jetzt flink. Wir haben ja das andere Notenblatt. Kerosin kann weg, Feuerzeug kann weg. Schnellster Weg zur Kiste ist erster rechts. Jetzt haben wir eine super tolle Abkürzung hier. Da war noch Farbband in dem anderen Raum, aber erstmal kacke ich da drauf. Wir sind sowieso noch wegen des Edelsteins so hin. So, hier ist kein Zombie mehr da, ne? Die sind alle tot. Geköpft oder verbrannt. Das heißt, hier dürfte nichts kommen. Okay, dieses Fenster hier ist besorgniserregend, finde ich. Aber es kommt nichts raus. Es muss dann bei Chris gewesen sein, dass der Hunde hat oder so ein Scheiß. Weil da war irgendwas. Ich kann mich an irgendwas erinnern. Die sehen auch nicht aus wie normale Fenster. Da bricht irgendwas durch. So, Feuerzeug brauchen wir erstmal nicht mehr. Packe ich mal hier hin. Rüstungsschlüssel ist nutzlos geworden. Den packen wir mal ganz nach oben, damit wir den so ein bisschen auch raus haben aus der Rechnung. Farbband brauchen wir nicht. Pack ich hier hin. So. Fehlende Musik. Kerosin brauchen wir auch nicht. Das nehmen wir dann mal mit. So. Okay, alles klar. Dann gehen wir mal los. Das schaffen wir ja noch. Folge ist auch gleich rum. Aber ich würde ganz gerne noch das hier machen. Kommt da was? Nee. Ha! Diese Spannung, ob da was rauskommt aus diesem Fenster oder nicht. Sie zerfetzt mich, meine Eingeweide. So, okay. Geradeaus. Jetzt nach links. So, dann kombinieren wir das mal. Die vollständige Partitur der Mondscheinsonate. Schön. Sehr schön. Das war auch mit dem ersten Teil auf der PS1 mein erster wirklicher
meine erste wirkliche Begegnung, wissentliche Begegnung mit klassischer Musik. Man hat es natürlich vorher schon mal gehört in irgendwelchen Filmen oder so. Aber hier war einem dann noch wirklich klar, wie das verdammte Stück heißt. So, hier hinter ist doch, ja, hier hinter ist dieses, die Pflanze mit dem Brunnen. Travers Tagebuch. 11 Tage sind vergangen, seit ich auf diesem Anwesen eintraf. Wie bin ich hier gelandet? Ein Mann im Laborkittel brachte mir ein klägliches Mahl und sagte, ich bedauere, dass ich Ihnen das zumuten muss, aber es ist aus Sicherheitsgründen nötig. Und da ging mir ein Licht auf. Jetzt ergibt es Sinn. Nur 2 Leute kennen das Geheimnis dieses Hauses, Sir Spencer und ich. Wenn die mich umbringen, weiß nur noch Sir Spencer Bescheid. Aber warum? Das ist nun egal. Hier ist es zu gefährlich. Meine Familie, ich hoffe, es geht ihnen gut. Ich muss entkommen. Jessica, Lisa, ich bete für eure Sicherheit. Wie konnte ich so unachtsam sein? Ich habe mein liebstes Feuerzeug verloren, mein Geburtstagsgeschenk von Jessica. Oh, das haben wir jetzt. Das macht es viel schwerer, von diesem finsteren Ort zu entkommen. Der Tag, an dem mein Schicksal besiegelt wurde. Nur 3 Tage zuvor wurde meine Tante ins Krankenhaus eingeliefert. Jessica und Lisa wollten sie besuchen gehen. Ich wünschte, ich wäre bei ihnen dort. Aber nein, ich entsinne mich. Kurz vor meiner Ohnmacht sagten die Männer im Laborkittel etwas wie: Wahrscheinlich sind seine Frau und Tochter schon. Ich bete für ihre Sicherheit. Irgendwie konnte ich aus diesem Raum entkommen. Aber aus diesem Haus kommt man nicht, aber aus dieses, nochmal, aber aus diesem Haus kommt man nicht so leicht. Aber aus diesem Haus? Ja, das ist korrekt. Ich bin sehr verwirrt. Ich muss die ganzen Fallen umgehen. Tigeraugen, Goldsymbole. Das darf ich nicht vergessen. Ja, der hat diesen ganzen Schwachsinn hier designt. Ja, war der Architekt des Hauses und dieser ganzen Schwachsinnsfallen. So, da ist ein Symbol, das können wir jetzt nicht aktivieren, sonst sind wir eingeschlossen. Deswegen sehen wir uns beim nächsten Mal. Ihr heißen Girls und Boys. Bis zum nächsten Mal. Und adios.